Herzlich willkommen, guten Morgen. Wir sind wieder zurück bei Carblast und Entlackungsfabrik. Ich würde heute gern einige Halbwahrheiten und Legenden zum Thema Entlacken allgemein oder wie entlacken, damit würde ich mal gerne aufräumen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Da. Legende Nummer 1. Ich entlacke mein Fahrzeug chemisch. Oh mein Gott, es rostet in den Falzen. Das ist so das Klassische. Ne? Da ist Säure drin, das geht nie wieder raus, dein Auto ist kaputt und keine Ahnung, oje, oje, die Pest ist da. Ne? Das ist das, was in der Regel viele Unerfahrene, aber auch viele Mitbewerber, die strahlen, die schreiben das. Warum schreiben sie das? Erstens, die Möglichkeiten, das so zu entlacken, wie wir das machen, gibt es in der Form, und zwar exakt in der Form, ausschließlich nur bei uns. Das heißt, nur wir, nur so und Black is better. Es kann kein anderer, kann das in einer Linie wiederholen. Gibt es nicht zweimal. Woraus ist das entstanden? Entstanden ist es aus allen Nachteilen, die wir uns jedes Mal mit irgendeinem Verfahren, was wir probiert haben, eingehandelt haben. Der Aufwurf dieser Legende, chemisch entlacken. Chemisch entlacken alleine, also nur der Begriff chemisch entlacken in einem Bad, ist tatsächlich Müll. Also das darf man nicht machen. Jeder, der irgendwie zu einem Industrieentlacker geht und sagt, chemisch entlacken mein Auto, tötet sein Auto sofort, wenn er den Prozess nicht versteht. Warum? Chemisch entlacken ist alkalisch. Das bedeutet, wir können den Lack und so weiter, die Dichtmasse, das können wir zerstörungsfrei und berührungsfrei entfernen. Den Rost können wir nicht und das Auto ist nicht behandlungsfähig beim Thema Lackieren. Das muss man wissen. Deswegen braucht ein chemisch entlacken, braucht ein auch chemisches Entrosten, ein Waschen, ein Spülen, ein Passivieren. Und vor allem braucht man KTL beschichtet. Eine chemische Entlackung ohne KTL-Beschichtung ist Quatsch. Aber eine Kombination aus chemischer Vorbehandlung, einer Nachentrostung, einer Passivierung mit KTL ist heute der genormte Prozess. Das heißt, das macht die Industrie mit 100% aller Fahrzeuge, das heißt, jede Karosserie auf dieser Erde durchläuft im industriellen Painting in irgendwelchen Wannen, wird beschichtet, wird dann nachgearbeitet etc. Es gibt keine Ausnahme. Serienherstellung ist eine chemische Vorbehandlung und ist eine KTL-Beschichtung. Und das chemische Entlacken in Kombination mit all diesen Schritten ist ein Prozess. Und wenn man das einhält, dann ist das einfach gut. Es erfordert hohe Investitionen, es erfordern irgendwelche laufenden Kosten, die immens sind. Es ist alles relativ komplex, aber die Kombination, die macht es in sich und deswegen sage ich, das chemische Entlacken alleine, das ist tatsächlich ein Problem, weil wir alkalisch sind. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Legende Nummer 2. Ich habe mein Auto entlackt, chemisch, und meine Falze, die rosten dann in 2 Jahren viel schneller, als sie vorher gerostet haben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier 3 Fehler passiert sind. Erster Fehler, man hat nicht KTL beschichtet. Zweiter Fehler, keine Dichtnähte gesetzt. Dritter Fehler, der hat das in seiner Garage gemacht. Und dann erzählt er dir das gar nicht. Also, weißt du, weil der normale Lackierer in einem normalen Lackierbetrieb, der hat auch mal Schule besucht, der weiß das in irgendeiner Form. Aber oft ist es tatsächlich so, ich habe mein Auto für 1.000er bei so einem Industrie- irgendeinen Bolzenentlacker habe ich mein Auto entlackt, in meiner Garage habe ich den irgendwie nachgespült und dann habe ich mein Auto einfach lackiert und dann fand ich das geil, aber eigentlich ist es Blödsinn, weil dein Auto ist eigentlich am Arsch. Aber das weiß er dann später. Dann geht er ins Internet und schreibt, oh, Servus und so, der Schwan oder keine Ahnung, der macht ja chemisch entlacken, das habe ich vor 10 Jahren gemacht, weißt du was, mein Auto war Schrott. Natürlich war dein Auto Schrott. Du hast es auch in deiner Garage gemacht, du hast es gar nicht verstanden. In irgendeiner Form. Ja, aber jede Autokarosserie macht es ja auch. Jede Autokarosserie wird getunkt in irgendeine Brühe da drin. Ja, dann schwimmt sie da drin rum, dann kommt sie raus, wird gespült, kommt eine zweite Brühe und dann wird sie KTL beschichtet, abgedichtet und hält zumindest 8 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Ja, irgendwie kommt es ja auch zustande. Irgendeiner hat sich ja was dabei gedacht. Legende Nummer 3, ne? Wasserstrahlen. Voll geil, ne? Das ist ja mega. Super. Wer hat's gezeigt? Ich. Wann? Keine Ahnung, vor 15 Jahren haben wir das mal mit Gerche gemacht. Funktioniert hervorragend, ist mega geil, bringt die gleichen Oberflächen wie das chemische Entlacken, ist berührungsfrei, ist alles Bombe. Und wenden wir hier an,
Und zwar nicht mit 2.500 oder 3.000 Bar, sondern wir wenden das an mit ungefähr 1.000 Bar. Aber was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach. Wir können entrosten und entlacken in Hohlräumen. Das kann Wasserstrahlen nicht. Wasserstrahlen kann dir nur die Hülle machen und mehr geht leider nicht. Und was viele auch nicht wissen, Wasserstrahlen kann kein Rost. Wasserstrahlen gehört zu dem nicht abrasiven Entlackungsverfahren. Rostflecken bleiben so, wie sie sind. Er muss wieder abrasiv, Sand irgendwie hier rumeiern und dann muss er ihn stabilisieren. Und wenn man Wasserstrahlen anwendet und die Karosserie muss so stehen, braucht eine Karosserie einen Inhibitor. Der muss geschützt werden, damit er so stehen kann. Und dieser Inhibitor ist alkalisch. Das bedeutet, wir sind absolut nicht anders wie chemisches Entlacken, Entrosten, bla bla bla, die ganzen Schritte. Es ist genau das Gleiche, nur ich kann nicht entrosten, ich kann nicht in Hohlräumen entlacken und eigentlich bräuchte ich eine KTL, aber das lässt man weg, weil man dann sich dieses Geld sparen möchte. Hört ihr das? Das ist Wasserstrahlen. Nach dem Entlacken, diese Geräusche, drrr, ne, das ist geil, das machen wir auch. Nur nicht 2.500 Bar, sondern nur mit 1.000. Und wir müssen aber nicht, weil wir das thermisch vorentlacken, wir tun nur chemisch nachwaschen und dann hauen wir das weg und dann macht es ratzfatz, ist fertig. Ne? Das ist das, was wir können. Aber Wasserstrahlen alleine imitiert auf einem kleinen Raum mit einer kleinen Werkstattausrüstung ebenfalls den Industrieprozess einer Entschichtung. Aber ohne, dass man die Schritte entrosten, ohne die Schritte Hohlräume entlacken und ohne diese KTL. Das ist was für, wie soll man sagen, für Startups. Das sehen wir leider schon lange nicht mehr da drin. Aber diese Technik haben wir probiert. Die Effizienz dazu ist klasse. Aber als Firma, die Durchsatz macht, ist Wasserstrahlen leider nicht industriell genug. Das ist zum Thema Nummer 3. Legende Nummer 4. Das ist nicht original, was ihr macht. Jawohl, aber weißt du, selbst ein Käfer wurde getunkt. Ich habe Bilder, wo ein Käfer in Wannen geht in den 50er Jahren. Ein T1 wurde grundsätzlich in irgendeine Brühe getunkt. Und das, was wir als KTL bezeichnen, das ist einfach eine elektrochemische Tauchgrundierung. Das gab es als ETL, ATL, wie auch immer, KTL. Das ist das nichts Folgende und das ist natürlich original. Jedes Fahrzeug, was in Großserie lackiert wurde. Und Großserie bedeutet nicht Porsche 356 und auch nicht De Tomaso Mangusta. Großserie ist Käfer, T1, Golf etc. Alles aus den 60er Jahren von Großserienherstellern wurde chemisch vorbehandelt und KTL beschichtet. Und jetzt schon wieder Geräusche, aber macht nichts. So, das war Legende Nummer 4. Original ist es sicher. Und deswegen ist zum Beispiel eine Kombination aus thermisch, vorentlacken, chemisch nachbehandeln, KTLen ist super. Kunststoffstrahlen an perfekten Karosserien in Kombination mit Trockenheitsreinigen ist hervorragend, genau für diese Karosserien. Auch fahrbereite Autos kann man damit machen. Wasserstrahlen ist eigentlich nur eine Kombination aus einem Industriegewerk, wo die Vorbehandlung und die Nachbehandlung fehlt. Das ist das, wenn man es einfach nicht kann oder nicht hat. Und deswegen könnte man sich eigentlich schon im Internet durchaus einlesen, was die Vorteile und die Nachteile sind. Aber eigentlich ist das Fazit ganz simpel. Habe ich ein Restaurierungsobjekt, ist das, was wir machen, das Optimum. Habe ich ein perfektes Auto, ist Kunststoffstrahlen ebenfalls das Optimum. Ja, also die Kombination aus diesen Gewerken. Habe ich ein unberührtes Auto mit Patina, dann kommt einfach nicht zu mir. Geht irgendwo anders hin. Oder wir machen nur Trockenheitsreinigen und konservieren das Fahrzeug für die nächsten Jahrzehnte. Das ist eigentlich das, was wir den Kunden probieren, am Telefon oder auch per Mail zu suggerieren. Und deswegen macht's gut und einen schönen Sonntag.